Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder ein Glossybox Unboxing. Und sieht sie nicht schön aus? So schön weihnachtlich, festlich, von Rot, Weiß und... ja, ihr wisst, was ich meine. So, wir öffnen heute die Glossybox wie immer gemeinsam. Ich habe vorher nicht reingeguckt, das mache ich nie. Das möchte ich immer mit euch zusammen machen. So sieht die Box aus. Und zwar ist das Thema Winter Wonders Edition. Ich bin so gespannt. Die letzte Box fand ich, die war okay, aber das war jetzt nichts dabei, wo ich denke so, wow. Besonders diese Lippenpflege mit diesem Frosch, dieses komische Ding da. Habe ich irgendwie nicht verstanden, aber ja. Wow, okay, also die Box ist ziemlich schwer und da ist auch viel drinne. Zuerst einmal habe ich hier ein Haarprodukt, nehme ich an, von L'Oréal Paris. Habe ich Lippenstift auf den Zähnen? Nö. TXT Excess, ein tupierte Styles. Volume Texturizing Spray, jetzt habe ich's. Verleiht sofortige Struktur und ein Volumen wie hoch tupiert. Okay, also das ist schon mal ein Produkt, das ich nicht gebrauchen kann. Denn wie ihr vielleicht wisst, mache ich nicht besonders viel mit meinen Haaren. Entweder föhne ich die einfach nur glatt, so wie ich sie jetzt gerade trage. Denn ich habe Natur keine Locken, aber Wellen und krauses Haar. Und ja, entweder trage ich die so, immer in einem Dutt, oder ich glätte die mal oder nur mit Schaumfestiger, damit so die Locken ein bisschen mehr rauskommen. Ich benutze kein Gel, kein Wachs, ab und zu mal Haarspray, wenn ich mal einen Dutt mache und hier die ganzen Babyhaare, Babypflaumen hier rauskommen. Und so ein, ich habe dicke Haare, also Volumen brauche ich schon mal gar nicht, Gott sei Dank. Aber ja. Damit kann ich nichts anfangen. Das werde ich wahrscheinlich weiter verschenken. Ich weiß jetzt gerade nicht zwar an wen, aber ja. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und zwar ist es die Originalgröße mit 200 ml und würde so kosten 4,99 Euro. Dann habe ich hier ein Produkt von Tease Cosmetics. Da war auch schon mal so ein silberner Kajal drin, den ich total gut fand. Oasis Gem Lipstick. Ein Lipstick, 8 Hour Long Lasting, also angeblich 8 Stunden halt. Satin Matte Finish, wunderbar, Highly Pigmented Coverage. Also, es ist ein Satin Matte Finish, soll angeblich 8 Stunden halten. Und was war es noch? Und gut decken. Oh mein Gott, der sieht ja wirklich schön aus. Schön bunt. Jetzt interessiert mich natürlich die Farbe. Ja, okay. Wie riecht der? Eigentlich noch nichts. Und wie ist die Farbe? High Coverage. Ja, ist halt so ein mattes, aber nicht vollkommen matt, wie gesagt, so ein Satin finde ich, das ich total gerne mag. Dunkles Rot, das sieht in der Kamera jetzt irgendwie ein bisschen knalliger aus, aber ja, ist okay. Auch wenn ich jetzt gerade dunklere Lippen trage, das ist übrigens von MAC Plumful, der Lippenstift, falls es euch interessiert hat. Ja, sowas mache ich aber nicht im Alltag, also schon, ich bin damit schon heute arbeiten gegangen, aber sowas trage ich nicht täglich, das wollte ich damit sagen. Und der würde kosten 20,50 Euro, also sogar ein bisschen mehr wie ein MAC Lippenstift. Heilige Scheiße. Hier habe ich ein Produkt von Couvrance Correcte de Teint. Oh Gott, tut mir echt leid, ich kann kein Französisch. Mascara. Gut, das kriege ich gerade noch so hin. Aber diese Marke, jetzt ist es weiß, das seht ihr jetzt glaube ich nicht. Sieht aus wie diese Marke mit dem Thermalwasser zum Aussprühen, was man in der Apotheke bekommt. Avene Thermale irgendwas. Mascara, Pleck Mascara. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht die Originalgröße ist, denn die ist schon winzig. Also keine Ahnung, ich finde jetzt irgendwie die Milliliteranzahl nicht auf der Mascara, aber wenn es 7 Milliliter sind, so wie es hier drin steht in dem Heftchen, würde das kosten 16,90 Euro. Ganz schön teuer. Aber was mich ein bisschen irritiert, dass das sieht zwar aus wie dieses Euthermale Avene. Wie gesagt, auch weiße Verpackung, orangene Schrift.
Aber da steht nicht Euthermale Avene da drauf, da steht Couvrance. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Marken miteinander zu tun haben, die Firmen, aber die Verpackung ist identisch, nur halt in anderen Firmennamen. Keine Ahnung, wenn ihr es wisst, lasst es mich bitte unten in den Kommentaren wissen. Dann habe ich hier ein Produkt von Claire Fischer, eine reinigende Maske. Bei Haut mit Neigung zu Unreinheiten, Fettglanz und vergrößerten Poren. Finde ich cool. Ich finde es immer cool, wenn auch Hautpflegeprodukte drin sind. Klärt Unreinheiten, verfeinert die Poren und besänftigt. Mit Kaolin, Aloe Vera und Hamamelis soll man auf das gereinigte Gesicht 15 bis 20 Minuten einwirken lassen und dann mit lauwarmem Wasser abspülen oder mit feuchten Tüchern halt entfernen. Sicherlich gibt es da auch mal einmal im Monat die Phase, wo meine Haut zu Pickelchen neigt. Und ihr wisst, was ich meine. Erinnert an diese Farbe. Und ja, sicherlich kriege ich auch mal Pickel, wie gesagt. Und da kann ich eine reinigende Maske gut gebrauchen. Finde ich auch cool, dass das jetzt nicht so eine XXL-Größe ist, sondern eine Größe, die man auch wirklich auch aufbrauchen kann. Und ja, da sind jetzt drin 30 Milliliter und 50 Milliliter davon würden kosten 14,95 Euro. Ich wollte gerade sagen, die Marke irgendwie sagt mir auch nichts. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo man das herbekommt. Aber im Heftchen steht auch, dass es brandneu und exklusiv ist und ab Januar auch in den Apotheken erhältlich sein wird. Also, wenn euch das interessiert, dann geht ab Januar in die Apotheken und schaut danach. Und das letzte Produkt ist eine Handcreme, nehme ich an, von der Firma Eubos. Sensitive Hand- und Repair-Schutz gegen trockene und raue Hände. Wieder mal eine Handcreme. Das ist, glaube ich, so ein Produkt, wo häufig in den Boxen drin ist. So medizinische Hautpflege. Ja, schadet nicht. Ist auch eine super Größe für die Handtasche. Da werde ich die auch gleich reinpacken. Ja, klar, es ist kalt draußen. Der Winter steht uns bevor. Und da ist eine Handcreme definitiv nicht verkehrt. Es ist aber immer so ein Produkt, wo ich mich jetzt nicht drüber freuen kann. Verständlich, oder? Da sind 50 Milliliter und 75 Milliliter würden kosten 6,30 Euro. Was auch ein super Tipp ist, ich zum Beispiel, ich arbeite ja in einer Arztpraxis und weiß nicht, wie oft am Tag ich mir die Hände wasche. Ich bin auch so ein bisschen psychisch ballaballa, glaube ich. Ich habe immer Angst vor Krankheiten und Bakterien und Infektionen und so. Also ich wasche wirklich sehr, sehr oft meine Hände. Und natürlich auf der Arbeit desinfiziere ich auch meine Hände sehr, sehr oft. Dadurch sind die schon mal mega beansprucht. Und dann jetzt noch durch die Kälte. Also Handcreme ist wirklich nicht verkehrt bei mir. Ich habe auch noch einen kleinen Tipp für euch. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr wirklich sehr, sehr raue Hände habt. Fettet eure Hände oder auch Füße sehr, sehr dick mit Creme ein und zieht dann Socken oder halt Handschuhe an, aber aus Baumwolle und geht dann so schlafen. Es ist zwar ein unangenehmes Gefühl, aber wenn man am nächsten Morgen aufwacht, sind die Hände und Füße wirklich butterweich und ich vergesse das auch immer. Ich pflege zwar meine Hände, ich sollte das eigentlich mehr machen, werde ich jetzt auch tun. Und ich vergesse immer meine Füße. Auch Füße brauchen Pflege. Einmal die Woche kann man sowas gerne im Winter machen und man steht am nächsten Morgen auf und hat, wie gesagt, babyweiche Hände und babyweiche Füße und dann ist alles wunderbar. Und Manu, das war's schon wieder mit der Box. Die ist schon wieder leer. Auch diese Box fand ich jetzt nie so cool. Ich hoffe, meine nächste Box im Januar wird dann besser. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass euch mein Unboxing gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir wie immer mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr Bock habt, abonniert mich auch auf, oder folgt mir besser gesagt auf Facebook und Instagram. Auf Facebook bin ich sehr, sehr aktiv. Und natürlich, wenn ihr Lust habt, abonniert meinen Kanal, so verpasst ihr auch nie ein Video von mir. Und ja, wir sehen uns bald wieder, meine Lieben. Bis dann. Ciao.